Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Markenvideo. In diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr die Sprache in Microsoft Word ändert. Schaut euch das Video also unbedingt bis zum Ende an und befolgt diese einfachen Schritte. Zuerst müssen wir nur unsere Word-Software öffnen und im Grunde genommen öffnen wir ein neues Dokument. Und danach müssen wir nur zu Dateien gehen, damit wir die Sprache ändern können. Und auch wenn ihr zu Referenzen geht. Oder von hier aus könnt ihr die Sprache korrigieren und ändern. Ihr findet die Sprachkenntnisse oder die Überprüfung, wo ihr die Sprache ändern könnt, aber ihr könnt entweder von hier aus die Korrektursprache oder die Spracheinstellungen festlegen oder ihr geht einfach von der Datei aus zu den Einstellungen. Also im Grunde genommen geht ihr entweder hierher, Sprache überprüfen, Korrektursprache festlegen. Und von hier aus wählt ihr alle Sprachen aus, die ihr für euer Wort im Text verwenden möchtet. Das hier sind also die Sprachen, die korrigiert werden. Sie können Rechtschreibung oder Grammatik aus entweder nicht prüfen. Und Sie können auf OK klicken. Oder Sie gehen einfach zu den Spracheinstellungen. Und von hier aus finden Sie die Office-Erstellungssprache und Korrektursprache. Und im Grunde ist dies die Sprache, die von der Office-Anzeigesprache verwendet wird, wie Sie sehen können, denn dies ist die erste. Wenn Sie mehrere Sprachen haben möchten, können Sie einfach die Sprache hinzufügen, aber wenn Sie die Oberflächensprache oder die Benutzeroberfläche in einer bestimmten Sprache haben möchten, müssen wir sie nur nach oben verschieben oder als bevorzugt festlegen. Und wenn Sie es als bevorzugt festlegen, wird das ganze Wort geändert. Oder Sie gehen einfach zu den Dateien und suchen dann nach den Optionen. Und von hier aus können Sie zur Sprache gehen und erhalten dasselbe Ergebnis. So können Sie es im Grunde machen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.